Recht herzlich willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu einer brandneuen Folge Fallout 4 hier auf Trend17 TV, euer T, wie immer für euch am Mike. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. So, wir haben mal sagen, ja, letztes Mal in so einer Schießerei. Ja, aufpassen. Den einen hier, den kriegen wir jetzt auch noch. Der hat sich da hinten gut versteckt. Der hat sich da richtig gut versteckt. Ich habe hier eine Kreissäge, auf der dein Name steht. Ich muss mal eben schauen. Waffen. Ich habe nämlich eine Maschinenpistole. Da könnte man hier noch mit reinmachen. Der ist echt schnell. So, komm, dreh dich mal weg da. Ach, shit. Könnt ihr hier mal eben schnell hintergehen? Runter, 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 runter! So. Damit er sich mal wieder aus dem Versteck bewegt, da. Der ist echt schwer zu knacken. Den kriege ich so nicht, der ist zu weit weg. Meine Muni gleich alle. Runter, runter. Das gibt's doch nicht, das doch mit, den habe ich doch mehrfach getroffen. Noch mehr. Du machst doch gar nichts. Jawohl, endlich. Jetzt habe ich die Faxen dicke. Du Sau, du. Was gefunden? So, mal eben gucken, ob ich da irgendwas von gebrauchen kann. Meine Kleidung. Ach, dann geht das andere wieder weg. Das ist doch doof.
Das kann ich nur nackt tragen. Das ist ja echt doof. Gut, so hätte ich, glaube ich, alles, ne? Ich trage den mal so. Das sieht ja scheiße aus, wenn der... Hosenträger bräunig. So, jetzt looten wir die erstmal alle durch hier. Die Pistole habe ich schon. Hier sonst noch was zu holen? Ach so, die müssen wir entsperren. Das kriegen wir auch hin. Was wir hier hin? Noch ein kleines Stück so. Ah, okay. Die müssen in die andere Richtung. Ein kleines Stück so. Noch ein Stück so. Hä? Irgendwann muss es ja mal gehen hier. Jo. Nee. Wir müssen noch ein Stück dahin. Hä? Jetzt. Na endlich. Okay. So, haben wir hier alles gelootet? Erstmal im Gucken, bevor wir jetzt weitergehen. Oh, hier ist... Patron... Ah, oh, am Stiel. Sehr schön. Wir können uns mal ein bisschen hier was reinknistern. Eingelegtes Fleisch, Eichhörnchen am Stiel. Medic, hauen wir uns mal rein. Stimpack. Okay. Ja, ist mir wurscht, ob Cosworth das gefallen hat. So, haben wir hier noch irgendwas? Pistole, Schere. Schere kann man auch mal mitnehmen. Kronkorken, Patronen, das ist immer Yum Yum. Russische Eier, Eichhörnchen. Silberteller. Den nehmen wir auch noch mit. Baumwollgarn. Gut, okay. Alles schön looten hier. Da auch noch irgendwas? Ne. Sehr schön, sehr schön. Ich alles so viel hätte wie Pistolen. Vor Gott. Oh. Geht es auch noch weiter, aber jetzt gehen wir erstmal in die Tür rein hier. Was haben wir hier? Medex. Klebeband, Messingblatt. Ah, okay, das war ja nicht so. Schlafsack schlafen. Können wir eigentlich auch mal machen. Lass mal 4 Stunden pennen hier. Ruht er sich ein bisschen aus. Gut. Wir suchen ja immer noch diesen Detective, der angeblich weiß oder was wissen soll, wo unser Sohn ist. Ja, hier ist keiner.
Ja, mach die mal alle Passwords. Wie kann der denn ab? Der lebt immer noch. Das gibt's doch nicht. Cosmos, geh doch mal aus dem Weg, Mann. Ich sehe nichts. Komm du. So, jetzt komme ich zu dir, mein Lieber. Oh, der hat richtig schön zu essen hier. Ich hab blauer Anzug. Schiebpistole. Sehr cool. So, ich glaube, wir können uns mal was reinknistern. Jetzt haben wir genug. Nehmen wir mal ein Eichhörnchen am Stiel hier. So, hier sonst noch irgendwas, was wir mitnehmen können. Den hatten wir. Ja, weiß ich, ich habe schon so viel. Ach, er kann ja nicht mehr laufen, weil er wieder so viel. Plastikteller. Nee. Wort 114. Warum ist das Ding nur so laut? Wer ist da? Was ist denn da los? Dachte ich, könnte sich von mir verstecken. Echt gehabt. Eine Beule. Gummibonbons. Baseballschläger, den nehmen wir ruhig mal mit. Was hat der denn gehabt? 10 mm Patrone. Schwarze Weste und Hose. Nö, ich finde unseren Anzug eigentlich ganz cool. Bin ja mal gespannt, wann die neue Erweiterung dann auch auf die PlayStation kommt. Bis jetzt gibt's das ja nur für den PC. Also, meine Frage. Warum zum Teufel würde jemand einen Vault in eine U-Bahn-Station bauen? Der Ort hier ist doch das Gegenteil von luftdicht. Weil die nicht vorhatten, ihn zu benutzen, Trottel. Vor dem Krieg haben wir ständig solche krummen Dinger abgezogen. Was zum... Tattoo? Leguan am Stiel. Aber da muss man einfach zugreifen.
wahnsinnig hier viele Leute. Muss mal eben einmal schauen, wie wir dann zeitlich hier liegen. Jawohl, meine Lieben, die Folge ist auch schon wieder am Ende. Immer wenn es am schönsten ist, lasst auf jeden Fall einen Daumen da und wäre super, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, dass ich weiß, dass ihr Bock auf mehr habt und ihr verpasst dann auch kein neues Video mehr und abonniert es immer noch kostenlos. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter. Lieben Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.